Hallo und recht herzlich willkommen zur Lände TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. In dieser Woche mit 4 Partien. Starten werden wir in der Vorarlbergliga. Dort hatte der FC Nenzing die Austria Lustenau Amateure zu Gast. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Noch vor Spielbeginn hieß es in Nenzing Abschied nehmen. 1B-Trainer Peter Koch wurde für seine Dienste ebenso geehrt wie die scheidenden Spieler der ersten Kampfmannschaft, Torhüter Thomas Kober, Sandro Dizetz und Fabio Gabriel. Dann wurde aber erneut um Punkte gespielt und da kannten die Hausherren von Beginn an nur eine Devise und die hieß Angriff total. Der FC Nenzing praktisch von Beginn an mit Chancen im Minutentakt, eine davon hatte Ganal, der in dieser Szene aber knapp verzog. In der 21. Minute die Gastgeber mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Jovic plötzlich mit viel Platz, dem guten Haken und dem noch besseren Abschluss. Der Bann war gebrochen. Der FC Nenzing führte gegen die Austria Lustenau Amateure 1:0. Wenig später Freistoß Nenzing. Der Ball kam gefährlich in den Strafraum. Kara schoss aber über das Tor. Die Partie auch in weiterer Folge wie auf einer schiefen Ebene. Die Gastgeber drückten weiter und Dezit vernaschte hier die gesamte Abwehr der Austria Amateure. Sein Abschluss parierte aber Goli Hagen glänzend. Der FC Nenzing auch in weiterer Folge nicht zu stoppen. Hier ein weiter Ball, Kara alleine gegen Hagen. Der Nenzinger traf aber den Ball nicht und so konnten die Lustenauer klären. Der anschließende Eckball. Die Kugel plötzlich bei Ganal, der zog aus 20 Metern einfach mal ab und schon wieder zappelte das Netz. Die Gastgeber führten 2:0, gespielt waren 34 Minuten. Noch blieb in der ersten Halbzeit also jede Menge Zeit und die Hausherren kamen zu weiteren Chancen. Kara hier mit dem Querpass, Jovic probierte es, schoss aber drüber. Danach war Halbzeit angesagt, Zeit, um den Nachwuchs des FC Nenzing zu präsentieren. Zahlreiche Kinder und Jugendliche gehen bei den Walgauern ihrem Hobby nach und absolvieren jede Woche Trainingseinheiten und Spiele. Der FC Nenzing leistet somit einen wichtigen Beitrag in Sachen Kinder- und Jugendarbeit. Zurück zum Spiel, da tat sich auch in den zweiten 45 Minuten einiges. Die Gastgeber drückten weit aufs Tempo und Kara schloss diesen Angriff erfolgreich ab. Neuer Spielstand 3:0. Der zuvor eingewechselte Mohr war bedient, aber die Hausherren machten weiter Druck. Der FC Nenzing wurde für seine Bemühungen dann auch belohnt. Gomez setzte hier gut nach und traf im zweiten Anlauf zum 4:0. Noch war die Partie aber lange nicht vorbei und die Gastgeber spielten sich in einen wahren Rausch. Jovic wurde im Strafraum gefoult, klare Sache, Elfmeter. DZ im Duell gegen Mohr und der Lustenauer hatte das bessere Ende für sich. Es blieb beim 4:0. Aber Nenzing spielte weiter nach vorne und Nenzing traf auch wieder, Kara mit der guten Drehung und dem Schuss aus der Distanz. Der Ball passte perfekt und so lagen die Hausherren mit 5:0 in Front. Und kurz vor Schluss dann noch ein weiterer Angriff der Gastgeber, Nenzing im Vorwärtsgang und Gomez mit dem guten Ball auf Meier. Der ließ seine Gegenspieler einfach stehen und sorgte für das 6:0. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Ja, kann man so sagen, so verhoxte Frühjahr, so viel Verletzungspech und ganze Probleme. Es ist wirklich ein schöner Abschluss. Die Jungs haben wirklich verdient. Bis jetzt haben wir auch brav gespielt mit so jungen Mannschaft, aber jetzt haben wir redlich verdient. Grandios, also ist super Mannschaftsleistung heute und super Leistung von mir auch und schön aufgelegt waren die Tore und zum Abschluss noch 2 Tore ist immer toll. So, ja, der FC Nenzing betreut 160 Nachwuchskinder. Wie geht das vor sich? Ja, es ist teilweise eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben Gott sei Dank ein super Team, auch im Nachwuchs. Und ich kann mich auf die Leute einfach zu 100% verlassen. Die einzige Aufgabe, die ich eigentlich habe als Nachwuchsleiter, ist die, dass ich die Leute einfach finden muss. Und Gott sei Dank gelingt mir das von Jahr zu Jahr immer wieder und verlässliche Leute. Und da bin ich auch total stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Musik
Der FC Nenzing verabschiedet sich also mit einem Schützenfest in die Sommerpause. Die Abschlusstabelle der Vorarlbergliga, Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga West, ist der FC Bizau mit 57 Punkten nach 26 Spielen. Auf Rang 8 dann der FC Nenzing mit 34 Zählern und auf Rang 11 die Austria Lustenau Amateure. Soweit also die aktuellen News aus der Vorarlbergliga. Wir gehen weiter zur Landesliga. Dort stand noch die Aufstiegsentscheidung an. Im direkten Duell um den Aufstieg traf dabei der Heller DSV auf den SK Meiningen. Es war eine Partie, die mit Spannung erwartet wurde. Es ging um den zweiten Aufstiegsplatz in der Landesliga. Der Dornbirner Sportverein empfing zu Hause den SK Meiningen und die zahlreichen Besucher stellten sich auf eine tolle Partie ein. Die Hausherren waren dann mit einem Freistoß zum ersten Mal gefährlich. Schelling kommt zwar noch an den Ball, kann den aber nicht im Tor versenken. Nächste gute Chance gleich darauf, Eckball und der Kopfball von Hartmann, aber das Leder fliegt wieder über den Kasten. Die Gäste aus Meiningen spielten gut mit, kamen aber in der 11. Minute erst zur ersten guten Chance. Ecke Richtung erste Stange und der Kopfball und der Ball zappelt im Netz, das 0:1 für den SK Meiningen. Kurz darauf der nächste Versuch der Gäste, der Weitschuss allerdings ungefährlich. Die erste Halbzeit blieb dann zwar spannend und kampfbetont, Chancen blieben allerdings Mangelware. Die Hausherren hatten noch ein, zwei Gelegenheiten, aber es ging mit dem 0:1 in die Pause. Die zweite Halbzeit begann dann mit einer sehr guten Chance für Meiningen, der Ball rollt allerdings knapp am Tor vorbei. Dann schlug aber die Stunde des DSV. Zuerst ein guter Schussversuch aus der Distanz, Kalkan hatte dann eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, gute Schussposition, aber noch rechtzeitig von der Meininger Abwehr eingegriffen. Dann war es wieder Hartmann, der es mit dem Schuss probierte, wieder gut angetragen, aber knapp am Tor vorbei. 5 Minuten später dann die nächste Offensivwelle der Dornbirner. Zuerst der Versuch eines Passes, Keeper Schurian aber gut zur Stelle. Beim nächsten Weitschuss war der Meininger Goalie dann wieder parat, er verhinderte den Ausgleich. Und selbes dann gleich darauf, wieder Kalkan mit der perfekten Schussposition. Der Ball landet aber direkt in den Händen des Meininger Schlussmanns. Wie es aber im Fußball so schön heißt, wenn man die Chancen nicht nützt, bekommt man selbst die Tore. Meiningen dann also wieder im Spiel zurück, Aydin mit der Riesenmöglichkeit, aber er vergibt. Dann ein Eckball, der Pass an den 16er, Niederberger mit dem Schuss und das Leder zappelt nun im Netz, Jubel bei den Gästen, Schock beim DSV, das 0:2. Der eingewechselte Package hatte den Anschlusstreffer dann aber auf dem Fuß. Er läuft alleine auf den Meininger Keeper zu, der Schuss reißt aber ab. Adrian Kessler hatte dann etwas Glück. Beim Eckball der Dornbirner befördert er den Ball fast in den eigenen Kasten. Kurz darauf wieder Niederberger mit der Riesenchance für die Gäste. Er kommt vor dem Tor zum Abschluss, Dünser kann aber gut klären. Ein Funken Hoffnung war noch da für die Heimmannschaft, als dann aber in der Nachspielzeit Hagen noch auf 0:3 erhöhte, war alles entschieden. Der SK Meiningen feierte mit dem Sieg den Wiederaufstieg in die Vorarlbergliga, der Dornbirner SV natürlich am Boden zerstört. Ja, ich denke, es war ein super Spiel von einer super Kulisse, wir haben ein tolles Wörterkir, wir haben eine tolle Zuschauerkir, es war alles prima, leider hat aus ihrer Sicht der falsche gewonnen heute. Aber ansonsten war es prima. Wir sind im Bereich Werbemittel tätig. Das fängt auf ganz einfachen bedruckten Werbeplanen über, wie man da hinter mir sieht, Roll-Ups, da machen wir Fallzelte, wir haben aufblasbare Torbogen. Alles, was mit Firmenlogos bedruckt werden kann, das produzieren wir. Meiningen feiert also einen 3:0 Auswärtserfolg und steigt somit in die Vorarlbergliga auf. Wir bleiben noch aber in der Landesliga. Meister Hohenems hatte den FC Götzis zu Gast.
In der letzten Runde der Landesliga kam es noch zum Duell des Ersten gegen den Letzten. Der VfB Hohenems empfing im Herrnriedstadion den FC Götzis. Und die Emser übernahmen von Beginn an das Kommando und kamen in der dritten Minute zur ersten Möglichkeit. Zwei Minuten später die erste Großtat des Götzner Keepers, gute Chance, aber kein Treffer für die Heimmannschaft. Die Götzner kamen dann mit einem Freistoß zur ersten Möglichkeit, der Schuss direkt aufs Tor, aber weit über dem Kasten. Wir blicken in die 25. Minute. Der Pfiff des Schiedsrichters und somit Freistoß für den VfB. Adrian Klammer tritt an und verwandelt zur 1:0-Führung für Hohenems. Es war der Beginn eines torreichen Spiels. Aber nur kurz danach hatte Götzis die Riesenchance zum Ausgleich. Zuerst Erkan mit dem Schussversuch und dann noch Meier mit der Riesenmöglichkeit. Aber es wurde nichts mit dem Treffer. Fast im Gegenzug dann diese Szene. Der Hohenemser Spieler wird zu Fall gebracht und somit Elfmeter für die Heimmannschaft. Feuerstein tritt an den Punkt und verwandelt sicher zum 2:0 für Hohenems. Nächste Standardsituation dann für die Gäste 5 Minuten später. Demirkan mit dem Schuss und der landet im Kasten. Der Anschlusstreffer zum 2:1 für die Götzner. Aber nur 3 Minuten darauf wieder Hohenems. Ein katastrophaler Fehler in der Abwehr bei Götzis. Und Feuerstein ist der lachende Dritte. Er kann ungestört zum 3:1 einlochen. Und mit diesem Stand ging es dann auch in die Pause. Schlag auf Schlag ging es dann auch in der zweiten Hälfte weiter. Die Hohenemser im Angriff. Es folgt die Flanke. Und Weger steht goldrichtig. Er erhöht per Kopf auf 4:1. Gleich darauf eine sehenswerte Freistoßvariante bei der Heimmannschaft. Allerdings haperte es etwas beim Abschluss und die Aktion wurde nicht belohnt. Wir springen gleich in die 73. Minute. Adrian Klammer mit im Alleingang macht alles richtig, der Ball aber an der Stange. Im Nachsetzen kann aber Feuerstein das Leder ins Tor befördern. Das 5:1 für den VfB Hohenems. Die Emser nun wirklich nochmals in Spiellaune. Perfekter Pass auf Dos Santos und somit das 6:1 für den VfB. Dem aber noch nicht genug. Wieder Hohenems im Angriff, Flanke zur Mitte und Klammer kommt alleine zum Kopfball. Das 7:1, die Fans im Herrnriedstadion tobten. In der 84. Minute wieder Klammer am Ball. Irgendwie klappt's mit dem Schuss und irgendwie rollt das Leder über die Linie. Das 8:1. Aber es sollte noch nicht das letzte Tor gewesen sein. Kurz vor dem Schlusspfiff traf Erkan noch für den FC Götzis zum 8:2. Für den VfB Hohenems somit ein gebührender Abschluss der Saison. Die Blau-Gelben feierten ihren Meistertitel mit dem Pokal. Für Götzis heißt es Abschied nehmen von der Landesliga. Das Spiel heute ist nicht das Beste, was wir spielen haben können. Es ist für beide Mannschaften um nichts mehr gegangen. Wir wollten nochmal ein tolles Match machen mit vielen Toren und das haben wir geschafft, dass wir einen lässigen Abschluss haben. Und jetzt freuen sich alle über den Meistertitel und es wird heute noch eine lange Party hier. Wir haben 2 Spieler bis jetzt verpflichtet. Wir werden aber auch Abgänge hier, sprich unsere Brasilianer werden wieder zurück nach Brasilien kommen müssen. Und wir werden nur aus Marcelo Palta, also einen. Pläne gibt es keine. Wir haben ein Ziel für die nächste Saison, es ist intern. Wir werden das etablieren wollen. Heute war ein ganz besonderes Spiel natürlich, das letzte Meisterschaftsspiel zu Hause hier vor den eigenen Fans. Wir sind ja seit 3 Wochen schon als Meister festgestanden. Die Spannung war jetzt nicht so da. Es war ein richtiges Fußballfest mit vielen Toren.
unsere Spieler haben die Fans nochmals richtig beglückt zum letzten Spiel und das war natürlich ein würdiger Abschluss jetzt. Ganz tolles Erlebnis, die Mannschaft feiert jetzt und wir werden noch eine lange Nacht erleben. Hohenems feiert also auch zum Abschluss einen 8:2 Kantersieg. Die Abschlusstabelle der Landesliga. Meister, wie schon erwähnt, der VfB Hohenems mit 61 Punkten, auf Rang 2 Meiningen mit 50 Zählern und auf Rang 3 Heller DSV ebenfalls mit 50 Punkten. Soweit also zur Landesliga. Bei uns geht's nach nur einem kurzen Werbeblock weiter. Die neuen Fußballschuhe sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Willkommen zurück bei der LandeTV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Auch im Nachwuchs wurde am vergangenen Wochenende natürlich gespielt. Die Toto Jugendliga stand auf dem Programm. Das AK Vorarlberg U15 traf dabei auf die Alterskollegen des AK Tirol. Abschluss der Toto-Jugendligen am Viktoriaplatz in Bregenz. Die Akademiespieler aus Vorarlberg zeigten nochmals ihr Können. Die U15-Mannschaft aus dem Ländle traf auf die Auswahl aus Tirol. Die jungen Kicker der AK Vorarlberg lieferten eine tolle Saison ab und wollten auch zum Abschluss nochmals 3 Punkte einsacken. Und der Start verlief mehr als nur wünschenswert. 4. Minute, Eckball von links, zuerst noch auf der Linie geklärt, aber Valentino Müller hämmert das Leder ins Netz. Die frühe 1:0-Führung für die AK Vorarlberg. Kurz darauf gleich die nächste gute Chance. Fehler bei den Tirolern, die versuchte Auflage auf Bielica, der kommt aber nicht richtig an den Ball. Die Vorarlberger dominierten zu Beginn. Wieder eine Möglichkeit, wieder Bielica, aber der Schuss zu schwach und am Tor vorbei. Nächste Aktion der jungen Kicker, der Pass auf die Außenbahn, die perfekte Flanke und wieder der Stürmer der AK Vorarlberg. Dieses Mal kann aber der Tiroler Keeper retten. Wir sind erst in der 10. Spielminute. Bielica dieses Mal auf der rechten Seite. Er hat Platz für die Auflage und Maurice Mattis macht alles richtig. Die 2:0-Führung für die U15-Auswahl. Es ging Schlag auf Schlag. Eine schöne Kombination und ein Traumpass wieder auf Mattis. Goalie Christen aber gut mitgespielt. Zum ersten Mal gefährlich dann aber die Auswahl aus Tirol. Freistoß mit einem Lupfer in den Strafraum, aber Sandro Eichhübel fängt sicher. Die nächste Situation dann aus einem Standard, Eckball für Tirol. Der Ball kommt gut und ein wuchtiger Kopfball, aber der Vorarlberger Keeper mit einer Glanzparade. Der darauf folgende Eckball dann kurz abgespielt und der Schussversuch vom 16er, der Ball aber klar daneben. Wir sind nun bereits in den zweiten 40 Minuten des Spiels angelangt. Die Tiroler im Angriff, Superpass auf Alak und der macht alles richtig und schiebt den Ball zum 2:1 in den Kasten, der Anschlusstreffer. Knapp daneben hieß es dann kurze Zeit später für die AK Tirol, ein guter Weitschuss, aber neben dem Tor. Weiter geht's mit einem Eckball für die Vorarlberger. Der Ball kommt gut zur Mitte, der Abschluss gut, aber der Goalie noch besser. Schöne Parade und weiterhin 2:1. Die Tiroler hatten dann wenig später die Riesenchance zum Ausgleich. Riegler bringt Alak perfekt ins Spiel, der setzt das Leder aber über den Kasten. Dann folgte eine spektakuläre Einlage des Vorarlberger Keepers, ein Flugkopfball weit außerhalb des 16ers, das Tor leer und die Tiroler versuchten es zu treffen, aber der Schuss am Schluss dann vorbei.
Wir sind nun in der 68. Spielminute. Schöner Alleingang bei Tirol, der Superpass und der perfekte Abschluss, somit der Ausgleich zum 2:2. Alles wieder offen. Das Spiel blieb spannend, kurz vor Schluss dann aber nochmals Vorarlberg mit einem Eckball. Die Situation kurz beruhigt durch die Tiroler Abwehr, die Vorarlberger versuchten aber alles, den Ball nochmals zur Mitte zu bringen. Schließlich landet das Leder bei Bielica, der zieht ab, ein Traumtor zum 3:2 und somit auch dem Endstand. Eine perfekte Saison des U15-Teams der AK Vorarlberg konnte mit einem Sieg gegen die AK Tirol beendet werden. Erste Halbzeit haben wir sehr dominiert und dann haben wir ein kleines Nachladen in der zweiten Halbzeit. Aber dann haben wir mit einer Quiz gewinnen und dann haben wir alles gegeben und ist gut gegangen. Ich bin abhängig vom Co-Trainer, ich bin abhängig von anderen Leuten, wo die Kader auch an die Kopf-Kadersituation immer zusammenstellt. Es waren auch immer Diskussionen, die sind mir auch entgegengekommen. Wie gesagt, Co-Trainer ist jeden Tag da, müsste nicht einmal jeden Tag da sein. Und das sieht man schon, dass wir eigentlich ehrlich sind, ehrlich arbeiten und alles dafür tun, auch die Spieler jeden Tag, alles dafür zum Tun. Da gibt es so viele Geschichten, was ihr jetzt erzählen könnt, wirklich jeden Tag alles dafür zu tun. Fußball ist das Wichtigste, wir wollen alle Profifußballer werden, das wissen sie jetzt und jeder muss die Chance wahrnehmen, aber es geht nur, wenn jeder alles dafür tut.